Das ist auch als was. Kann ich auch noch unterbringen. Ich mache mal ein kleines Opening. Hallo, ich bin Mirja Regensburg. Mirja, so wie dir, nein, oder uns doch. Ne? Und Regensburg wie die Stadt. Unterwegs im Dienste des Humors. Gerade kommt Mirja von einem Comedy-Auftritt in Hannover. Ihr großes komisches Talent macht sie in vielen bekannten Comedy-Shows zum gern gesehenen Gast. Genial daneben, heute mit Heller von Sinnen. Barbara Schöneberger. Sigal Toni. Mirja Regensburg. Bier und ein Apfelkorn. Schalalalala. Komm ursprünglich aus Hümme. Kennt jemand von euch Hümme? Nee, sonst wären wir auch verwandt. Mädelsabend heißt ihr Solo-Programm. Damit ist sie seit 2015 viel unterwegs. Rund 150 Auftritte pro Jahr. Leben im Zug. Anstrengend. Aber Mirja kann einfach allem etwas Positives abgewinnen. Ich werde ja nicht mehr krank, weil ich so viel Zug fahre. Ich bin allen Viren und Bakterien Deutschlands ausgesetzt jeden Tag. Ich bin nicht mehr krank. Und warum tut sie sich das alles an? Es macht mich unfassbar glücklich, Leute zum Lachen zu bringen. Der Moment, wenn ich merke, der Funke springt über und es kommt so eine Welle zum Surfen, ist das für mich das größte Glücksgefühl, was ich jemals empfunden habe. Ja, ich habe 10 Jahre in Hamburg gewohnt, jetzt lebe ich lange in Köln und das ist natürlich mentalitätstechnisch irre. Ich bin eine kölsche Hamburgerin mit nordhessischem Migrationshintergrund. Und das ist so cool, wenn ich in der Kneipe bin und sehe an der Bar einen netten Typen, dann denke ich so, oh, denkt die Kölnerin in mir so, oh, das ist so ein lecker Junge. Ne? Die Hamburgerin in mir denkt, ja, der kann aber mich ansprechen, ne? Und die Kasselänerin denkt, der zahlt aber. Gags macht Mirja ja am liebsten über sich selbst. Aber jeder kann sich darin wiederfinden. Schon mit 6 ist sie bei Familienfesten auf den Tisch gestiegen und hat die Verwandten unterhalten. Und trotzdem sollte es noch mehr als 30 Jahre dauern, bis sie mit ihrem eigenen Comedy-Programm auf der Bühne steht. Woran das lag, wird sich im Verlauf unseres Drehs zeigen. Wir kommen an, wo alles begann. Gasse? Gasse! My home is my Gasse. Ja, zu Hause, ne? Wenn ich hierher komme, ist das Heimat. Also ob das jetzt in Hümme ist oder in Hofgeismar, wo ich zur Schule gegangen bin, oder hier in Kassel habe ich meine Ausbildung gemacht. Das ist ein anderes Gefühl, das ist tief verwurzelt. In Kassel war Mirja Regensburg auch schon in Sachen Comedy unterwegs. Für die hr-Sendung Straßenspaß. Da konnte sie auch zeigen, was ihr am meisten liegt. Das letzte Einhorn von der Documenta, nur 500 Euro. Sie verkauft Documenta-Kunst, um das Millionendefizit auszugleichen. Natürlich keine echten Kunstwerke, aber genau davon versucht sie, die Leute zu überzeugen. Nee, sind nicht alle von der 14. Nee. Ja, ich würde sagen, gar nicht, oder? Doch, natürlich. Klar. Der Stein. Wo ist der denn wohl her? Aus dem Obelisken. Ist der denn schon abgebaut? Ne, wir haben die rausgenommen. Ach, ja. Ja, wir haben die rausgenommen. Ein Stein 50. Ne, da kriege ich meinen Kopf mit. Oh, doch. Oh, super. Sollen wir ein Selfie machen? Das ist mein Liebstes. Ob vor der Kamera oder auf der Bühne. Wenn ich mit den Leuten spontan was machen kann, irgendein Quatsch, dann bin ich so, wie ich als Kind war und dann, oder als Jugendliche vor allem. Das macht mir am meisten Spaß, weil da passieren eben Sachen, die sind unvorhersehbar und die haben das größte Komikpotenzial, finde ich. Mirja ist mit einer alten Schulfreundin verabredet. Sie ist noch nicht da. Zeit, uns zu verraten, warum sie damals nicht gleich Comedian geworden ist. Bei dem Talent. Weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Weil ich wollte halt irgendwas mit Entertainment machen. Und die Stimme war halt da und die fanden alle toll. Aber lustig sein und albern sein, das war ja auch. Aber das gab ja kein Studium dafür oder eine Berufsbezeichnung damals. Also studiert sie Musical in Hamburg. Und singt auf vielen Bühnen, mehr als 10 Jahre lang. Aber immer nur die komödiantischen Rollen. Und in den Pausen bringt sie alle zum Lachen. Sie kann nicht anders.
Irgendwann kam dann eben ein Regisseur, im Sommernachtstraum war das in Hannover, und sagte mir, du musst unbedingt Comedy machen. Und als es dann quasi von oben sozusagen mal jemand gesagt hat, von außen, da habe ich dann darüber wirklich nachgedacht. Vorher war das so unterbewusst. Heute kann sie Gesang und Comedy verbinden. Zum Beispiel als Brizhny Bru, die Persiflage eines osteuropäischen Beitrags beim Eurovision Song Contest. Mirja und ihre Freundin Astrid haben auch eine musikalische Verbindung, die Schulband. Mirja singt schon damals, Astrid spielt Bass. Inzwischen hat Astrid auch schon über Mirja auf der Bühne gelacht. Ja, total. Dass sie das einfach auch ist, was sie da auf der Bühne macht, das glaube ich schon, weil sie einfach auch so lustig ist. Aber sie kann halt auch ernst sein, ne? Wenn sie da nicht auf der Bühne ist, kann man sich schon auch normal mit ihr unterhalten. Aber das, was sie auf der Bühne macht, das ist sie, glaube ich, total. Ne? Oder? Denke ich schon. Ja. Und so schnell vergeht die Zeit mit Mirja Regensburg. Sie muss weiter, um den Nächsten in dieser grauen Welt ein Lachen zu schenken.